sowas nie. Der Bus ist mit einem PKW kollidiert. Keine Überlebenden? Nicht im Bus. Sag mal, ist der Blumenthaler nicht da? Der wohnt doch hier draußen. Ah, da ist er ja. Hanna. Hanna. Na. Doch. Die gute Nachricht, er hat überlebt. Die schlechte Nachricht, so wie es aussieht, ist Blumendorf schuld. Jürgen, das ist Quatsch. Herr Christian, der ist nicht schuld. Sagst du das jetzt als gute Freundin oder als gute Kollegin? Vermutlich wurde der Busfahrer durch den Aufprall rausgeschleudert. Da. Vielleicht war irgendwas mit dem Bus. Defekte Bremsen oder sowas. Ausgeschlossen. Der Bus war erst vorgestern beim TÜV. Der Christian, der hat noch nie einen Unfall gehabt. Der fährt wie der Papst. Der Papst hat vielleicht auch einen Jesusaufkleber auf seinem Wagen. Aber er fährt nicht selber. Auf der Rückbank verblieben eine Person, männlich ca. 30, eine Person weiblich, ebenfalls ca. 30, tot, vermutlich durch Genickbruch. Vielleicht war der Blumenberg betrunken. Ach was, den habe ich doch heute früh noch gesehen. Außerdem heißt er Blumenthal. Aha, und wie war er heute Morgen so? Erregt, aufgewühlt, nervös? Sag mal, denkst du eigentlich eine Sekunde dran, dass der Busfahrer schuld sein könnte? Wo ist denn der überhaupt? Da hinten. Komm. Frank Dubbel, 34 Jahre, wohnhaft in Hamburg-Horn, Fahrer beim Busunternehmer Schaaf. Und? Was sagt sein Chef? War er heute erregt, nervös, aufgewühlt? Ich weiß nicht, was sein Chef sagt. Im Büro war nur Schaaf Sekretärin. Er arbeitet seit Jahren bei denen, unfallfrei. Musste heute Morgen einspringen, weil ein zweiter Bus eingesetzt wurde. Der erste war überbucht. Warum ist Dubbel Landstraße gefahren? Weil auf der A24 Stau war. Verdammt, Hanna, das ist unterm Strich alles egal. Und da wir keine Bremsspuren gefunden haben, heißt das, er hat ihn beim Einfädeln geschnitten und krach. Oder der Busfahrer hat Gas gegeben. Quatsch, welcher Fahrer macht so eine Kamikaze-Aktion? Vielleicht einer, der vorher einen tödlichen Schlag auf den Hinterkopf bekommen hat. Alle Fahrgäste kommen ins Institut. Alle. Wo ist mein Vater, hä? Wer sind Sie? Ich bin von der Polizei. Wo ist Ihr Ausweis? Ich habe keinen Ausweis. Ich bin nicht direkt von der Polizei, ich bin von der Rechtsmedizin. Mann, Sie wollen mich doch verarschen, hä? Sag mal, bist du narrisch, Mann, hä? Au! Sag doch nicht beim Schützenfest! Hast du jetzt wie Schwarzenegger-Videos gesehen? Dummer Bur! Ist der echt tot? Na, der lebt noch, der ist nur schüchtern. Leichnam nach ersten Augenschein um die 35 Jahre, ca. 1,80 groß, normalgewichtig, kräftig gebaut. Vermutlich hat der Aufprall den Exitus herbeigeführt, Frakturen am gesamten Körper. Tot, tot, tot! Sakrament, die Leiche hätte ich auf den Tisch fallen können auch. Dann wäre gleich finito gewesen mit einem Brezenfrühstück. Und ich hätte meine Skalpelle für euch brauchen. Und einen kleinen Klugscheißer da, dem täte Portion Erziehung nicht schlecht. Christian, schau mal. Ich habe dir doch erzählt, dass die Maden auf dem Torso unterschiedliche Wachstumskurven hatten. Die erste Generation hat sich deutlich langsamer entwickelt als die zweite. Und das kann nur bedeuten, dass sie in einer Umgebung aufgewachsen ist, die deutlich unter 10 Grad gelegen haben muss. Laut Wetterdienst war es aber nur die letzten 10 Tage in diesen Regionen so kalt. Sehr interessant. Interessant? Das bedeutet, dass wir den Tatort auf eins dieser Gebiete eingrenzen können. Frau Dr. Wildbauer. Ja, ja, ja. Das ist auch für mich kein schöner Anblick. Kaufen Sie sich lieber mehr anständige Hose. Du, seit gestern habe ich nicht mehr geschlafen, weil ich versuche zu beweisen, dass ein Toter keinen Mord begehen kann. Ist eigentlich logisch, oder? Und so ganz nebenbei muss er im Blumenthal seine Hand halten, damit er seine Schicksengasse führen kann. Und weil das nicht langt, fällt ein blinder Frohgemut vom Himmel ab in einen Bonzenpool und ihr sagt, es waren Außerirdische. Ich kriege einen Schreikrampf und ihr kriegt eine Kopfnuss aus euren Hypothalamus, der bröselt euren Porösen. War das jetzt alles, was Ihnen am Herzen lag? Ja, das war alles. Eine Maisallergie auf dem abgemähten Maisfeld. Das ist ja wohl das Dümmste, was ich je erlebt habe. Und das Dümmste, was ich je erlebt habe, ist eine Bäuerin, die beim Maisernten übersieht, dass eine Leiche in ihrem Feld liegt. Schon mal auf dem Maishäcksler gesessen? Fahrerkabine ist 3 Meter hoch. Vorne 6 Reiher Schneidwerk drauf. Ja, habe ich. Mit einem 8-Reiher Schneidwerk. Mit 373 PS und am Arsch?
411. Christian, jetzt sag doch auch einmal was. Warum hast du das getan? Du warst mit Klaus Konrad im Bett. Und jetzt liegt er hier nebenan im Kühlraum. Na. Dr. Horst hat als Todesursache eindeutig Viagra festgestellt. Und du warst in dieser Nacht bei ihm. Sein Hemd roch nach deinem Parfüm. Am Kragen hat er Faserspuren von deiner roten Bluse. So. Und das hast du rausgefunden? Ja. Bis jetzt wissen das nur du und ich. Das kann von mir aus die ganze Welt wissen. Ja, ich war bei ihm. Weil er einsam war und weil er jemanden gebraucht hat. Und jetzt kommst du, preußischer Moralhansel, daher und möchtest mein Liebesleben verurteilen. Klaus Konrad ist nicht neben mir im Bett gestorben. Der war quietschfidel, wie ich gegangen bin. Und so jemand stirbt auch nicht einfach an Viagra. Da soll Dr. Horst, die Schnarchnase, lieber noch mal seine Obduktionsergebnisse überprüfen. Ist dir eigentlich klar, was du Dr. Konrad damit angetan hast? Ihr Vater ist tot. Ja, das war ihre Beziehung auch. Klaus hat seine Tochter nämlich für genau das gehalten, was sie ist. Eine Tussi aus Blankenese, die auf Charity-Veranstaltungen blöd herumlenkt, aber fachlicher Totalausfall ist. Dr. Konrad, ich wollte... Danke. Das ist ja unglaublich. Jetzt weiß ich wenigstens, dass ich Sie niemals zu meiner Beerdigung einladen werde. Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, weil bei Ihrem verkniffenen Lebensstil gebe ich hundertprozentig vor, Ihnen einen Löffel ab. Beruhigend. Mann! Dein Vater muss dich unbedingt sehen um 9 im Kohlelager, sag nichts der Polizei, Papa. Um 9. Das ist in einer halben Stunde. Ja, aber ich will da alleine hingehen. Das kannst du vergessen, dein Vater wird als Mörder gesucht. Und die Druckplatten bleibt auch da. Wie läuft denn der Laden hier so? Ach, gestorben wird immer. Aber der Verdrängungswettbewerb im Leichenfuhrwesen ist hart, ha? Schulden? Ich weiß nicht, was Sie das angeht. Weiß Ihre Mutter davon? Von den Schulden? Hat sie Einblick in die Bücher? Klar hat sie. Wäre blöd, wenn der Sohnemann als Versager dasteht, hä? Also, ein Kredit muss her, aber einer, der nicht in den Büchern auftaucht. Unkompliziert, bar. Bei einem wie Hugo Schamani. Und der will sein Geld zurück, aber subito. Mit wie viel Zinsen? 30-40%? Üble Sache. Mensch, mit dem Mann muss man doch reden können. Und da läuft einem bei Schamani doch so ein dicker Polizist über den Weg. Hat wohl das gleiche Problem. Und kurz darauf liegt genau der dicke Polizist mausetot in ihrem Laden. Und Freihaus mitgeliefert. Seine Klamotten, seine Schuhe, seine Handschuhe, seine Dienstwaffe. Alles in dem handlichen Karton. Die Leichenstarre hat noch nicht eingesetzt. Was für ein Zufall. Was für eine Chance. Was für eine Möglichkeit. Ich habe das Versager gern. So, das Versagergehen, das haben Sie. Dann sollten Sie aber da nicht selbstmitleidig rumhocken und zynisch daherreden. Gängen Sie in die Politik mit dem Versagergehen, da sind Sie besser aufkommen. Deswegen wird es auch langsam Zeit, dass Sie endlich was Mutiges tun. Und ich verstehe nicht, wie man sich von seiner Chefin mit Aprikosen-Minzpralinen abfüllen lassen kann, die einem zum Hals raushängen. Ich bin hier, weil ich verdammt noch einmal die Wahrheit über diesen Fall herausfinden will. Ob mit Kopf oder ohne, ist mir scheißegal. Wenn du das nicht verstehst, dann informier dich einmal über die bayerische Seele. Ach ja? Und was liegt in deiner bayerischen Seele so an Kriegers Unschuld? Ist er vielleicht auch einer von deinen Spusis, ja? Oh, ihr könnt mich alle sowas von am Arsch lecken. Allein ist alles sowieso viel einfacher. Sag einmal, du bist doch nicht immer noch sauer auf mich. Bill Bauer, Dr. Konrad möchte Sie sprechen. Wegen der Italiener, hä? Sofort! Ja! Sie schachteln es doch nicht so umeinander. Dr. Wildbauer, hier ist ein Päckchen für Sie von Ihrer Mutter. Fällt Ihnen vielleicht irgendwas daran auf? Sie haben das aufgemacht. Es ist adressiert an das Wildbauer-Institut für Rechtsmedizin. Mama, die spürt halt, wer da herin die Arbeit macht.
kann ja nicht wissen, dass Sie damit Ihren wunden Punkt treffen. Sehen Sie, und genau mit dieser aggressiven Art haben Sie wahrscheinlich Ihre Familie zerstört. Ihre arme Mutter scheint mir ja völlig verzweifelt. Den Brief haben Sie auch gelesen. Wie lange spricht denn jetzt Ihr Vater nicht mehr mit Ihnen? Meine Familienangelegenheiten, die gehen aus Ihrem Dreck an. Und wenn Sie noch einmal Ihr gepuderte Nasen in mein Privatleben stecken, dann können Sie mich kennenlernen, aber von einer ganz anderen Seite. Mach Platz, ich weiß, wo wir hin müssen. Rüber! Aber du weißt schon, dass der Wagen nagelneu ist. Umso besser. Ich hoffe nur, der ganze Aufriss hier lohnt sich. Wenn wir jetzt zurückkommen, dann treffen wir gleich einen alten Bekannten, Christian Thurmann. Thurmann? Thurmann, der ist doch tot. Jedenfalls will er, dass wir das glauben. Guck nach vorn. Christian Thurmann plant den ganz großen Coup. Er soll Druckplatten für Falschgeld über die Grenze schmuggeln. Er ist nur der Kurier. Aber er will seine Auftraggeber bescheißen und die Platten selber verhökern. Also braucht er einen Sündenbock. Ein kleiner Fisch, den er manipulieren kann. Jetzt kommt der komplizierte Teil der Geschichte. Thurmann will der Welt glauben machen, dass er der Tote ist. Also trennt er Kopf und Gliedmaßen ab, sodass eine Identifizierung nur über DNA-Proben möglich ist. Er hat nur eines übersehen. Dass es da einen jungen Mann gibt, der nie aufgehört hat, an seinen Vater zu glauben. Der Wichser hat meinen Vater umgebracht! Versteht ihr nicht? Der hat meinen Vater umgebracht! Ja, aber dafür geht er in den Knast, das garantiere ich dir. Hey, davon, dass du das Schwein umbringst, wird dein Vater nicht mehr lebendig. Ich weiß, dass es weh tut. Aber gegen den Schmerz kannst du nichts machen. Du musst ihn einfach aushalten. Was soll das? Dr. Horst hat in letzter Zeit einfach zu viele Fehler gemacht. Sie dagegen, Dr. Wildbauer, haben spontan gewittert, dass eine erste Obduktion meines Vaters falsch war. Bravo. Sowas honoriere ich. Sie haben sich Ihre Gehaltserhöhung verdient. Wo ist das Problem? Sie feuern Dr. Horst nur, weil Sie sauer auf mich sind. Das ist mein Problem. Sie sind eine so unglaubliche... Ihr Vater war stolz auf Sie. Nicht, weil Sie schon mit Anfang 30 dieses Institut leiten, sondern die Art und Weise, wie Sie es leiten. Wissen Sie, was er zu mir gesagt hat? Alles, was Sie macht, macht Sie sensibel und aufmerksam. Und deswegen liebe ich mein Muckelchen über alles. Soll das eine Entschuldigung sein, Dr. Wildbauer? Nein, auf gar keinen Fall.